Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Talk-Woche, Nacht-Talk-Woche. Wir haben Montagnacht, wir haben eine freie Themennacht. Das bedeutet, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema, dann ruft mich an. Das ist die kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111. Oder ihr könnt auch mailen unter 1live.domian@wdr.de, 1live.domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. So, es geht los. Erste Anruferin heute Nacht und diese Woche ist Desiree. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. 20 Jahre alt bist du. Ja, genau. Um was geht's bei dir? Abtreibung. Ich selber habe am letzten Mittwoch abgetrieben. Ja. Ich habe einen Sohn, der ist ein halbes Jahr alt und bereue es aber. Wie kam es denn zu der Entscheidung, dass du abgetrieben hast? Ich bin noch verheiratet, habe mich vor einem Monat getrennt, hatte in der sechsten Woche daraufhin starke Blutungen, bin ins Krankenhaus gekommen und dann sagte man mir, das Kind wäre wahrscheinlich geistig behindert. Das konnte man da schon so sagen. Ja, also das, die sagten, diese Rate, diese Statistik ist dann sehr hoch. Ja. Weil halt auch in der ganzen Gebärmutter überall Blut war. Ah ja. Hab mich dann auch von meinem Mann getrennt und... Aber das hing nicht damit zusammen, die Trennung von dem Mann? Nee, die Trennung eigentlich nicht. Das hatte sich schon vorbereitet? Ja, das ja, weil darauf war ich schon länger vorbereitet, da mein Mann selber spielsüchtig ist. War das eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wie lange die Ehe eigentlich noch laufen konnte. Haben die Ärzte etwas über die Wahrscheinlichkeit gesagt, der geistigen Behinderung? Ja, die sagten so um die 90%. Um die 90%? Ja, also so starke Blutungen waren das halt und die waren sich da eigentlich recht sicher. Also war die Entscheidung wirklich aufgrund dieser Aussage gefallen? Nicht, weil du nicht noch ein Kind haben möchtest, sondern weil... die Schädigung zu groß sein würde wahrscheinlich. Ja, eigentlich ja. Ich meine, ich muss sagen, ich bereue es trotzdem. Warum? Weil ich mich schlecht fühle. Warum fühlst du dich schlecht? Als Mörderin. Ich habe da so unheimliche Probleme jetzt mit. Ich kann nachts kaum mehr schlafen. Ich habe Probleme momentan, mich um meinen Sohn zu kümmern, wenn ich ihn auf dem Arm halte. Also ich finde, ich muss es gleich mal sagen, ich finde, Desiree, dass eine Frau oder ein Paar, wenn es ein Paar gemeinsam entscheidet, wenn eine Entscheidung fällt zur Abtreibung, finde ich, dass die Frau keine Mörderin ist. Ich finde, das ist ein sehr harter Begriff. Ich finde, dass man sehr sorgfältig überlegen sollte, ob man das tut. Ja, ich habe eigentlich sogar zu lange überlegt. Ich war schon in der 13. Woche. Eigentlich macht man es nur bis zur 12. Woche. Ja. Weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte ab der 6. Woche an. Ich wusste es nicht. Also das heißt, du hast da richtige, harte Wochen hinter dir, in denen du ständig hin und her überlegt hast, soll ich nicht. Ja, ich war auch dann bei mehreren, also so Therapiestellen, hab mich erkundigt, hab mit meiner Familie gesprochen, mit Verwandten und Freunden. Die haben alle gesagt, was ich mache, muss ich wissen. Ja. Dennoch, die Leute haben die, natürlich kann man nicht jemandem sagen, das musst du so machen, aber so die engsten Freunde, die haben doch sicher eine Meinung gehabt. Wie war die Meinung? Die waren eigentlich auch alle zur Abtreibung. Mhm. Mein Mann wiederum ist total dagegen gewesen. Also er wollte das Kind auf jeden Fall bekommen, aber er kümmert sich noch nicht mal um seinen jetzigen Sohn. Ich wollte gerade sagen, wenn es denn geistig oder vielleicht sogar sehr schwer geistig behindert gewesen wäre, hätte er sich drum gekümmert? Ja. Das glaube ich nicht, weil er kümmert sich um unseren Sohn Justin, der ist kerngesund. Da kümmert er sich kaum drum. Er geht nicht arbeiten, der ruft nicht mal an, wie es dem Kleinen geht und nicht. Weißt du, Desiree, ich finde sehr ehrenwert, dass du dir so Gedanken darüber machst und dass du dir auch jetzt ein Gewissen machst. Und ich glaube, dass das auch normal und natürlich ist. Aber ich sage dir das jetzt quasi als Privatperson.
Wenn ich in deiner Situation gewesen wäre, oder wenn meine Freundin in so einer Situation gewesen wäre, wie du sie warst, hätte ich das auch so entschieden. Ja, aber bei mir ist es, ich war drogenabhängig bis vor anderthalb Jahren. Kokain und Ecstasy. Hab einen kalten Entzug und halt auch viele meinten, ob ich das dann mit meiner Psyche schaffe, weil ich halt ja damals dann auch in ganz schlechte Kreise gerutscht bin. Hab dann Hepatitis B bekommen, die aber wohl ausgeheilt ist, aber weil halt meine ganze Psyche dadurch noch relativ labil ist, haben alle gesagt, ich würde das mit zwei Kindern plus einem, was wahrscheinlich nicht gesund wäre, nicht schaffen. Was auch ein ernstzunehmendes Argument ist, ne? Ja, weil ich selber hatte die Angst, dass ich dann als zweifache Mutter überfordert bin und dann nachher für die Kinder nicht da sein kann. Und dann habe ich mir halt gesagt, dann lieber für das eine versuchen, eine gute Mutter zu sein, ein schönes Leben mit ihm zu haben. Ja. Und trotzdem sage ich mir heute, hätte ich es nicht getan. Also den ersten Teil deiner Ausführung finde ich auch sehr richtig. Dass du jetzt sagst oder dir überlegt hast, dass du deine ganze Energie, deine ganze Kraft, vor allen Dingen mit der schwerwiegenden Vergangenheit jetzt in die Zeit mit deinem, wie alt ist das Kind jetzt? Ein halbes Jahr, ne? Ein halbes Jahr. Dass du da alles hinein investierst. Hast du dich denn nach der Abtreibung irgendwie mal ein- oder zweimal psychologisch beraten lassen, betreuen lassen? Noch nicht. Wäre vielleicht auch gut. Ja, das hat man mir auch eigentlich da bei der, also gesagt, wo ich da vorher war, dass ich eigentlich auch dann wieder da hinkommen sollte. Ich möchte auf jeden Fall, dass du gleich mit meinem Psychologen auch noch ein paar Worte redest. Einverstanden? Ja, ist okay. Ja. Also ich sage das nochmal, von meiner Warte aus gesehen, glaube ich, das ist immer eine subjektive Angelegenheit, aber ich glaube, dass das eine richtige Entscheidung war. Ja, aber ich weiß einfach nicht, wie ich das mit meinem Gewissen... Ja. Und deshalb finde ich so eine psychologische Betreuung, die muss ja vielleicht nicht monatelang dauern, aber dass du mal einige Male zu einer solchen Beratung gehst und dass du so eine kleine psychologische Hilfestellung bekommst, das fände ich schon hilfreich. Ich meine, du hast es ja auch schwer im Moment, es hat dein Mann dich verlassen und du hast ein kleines Kind, das dir noch viel Arbeit macht, ein halbes Jahr ist es alt. Ja. Es ist ja auch alles belastend für dich im Moment. Ja, ich wohne halt derzeit erstmal wieder bei meinen Eltern, weil es halt, mein Mann wollte die Wohnung nicht verlassen und dann habe ich gesagt, weißt du was, dann gehe ich halt. Aber die gesamte Drogenproblematik, die ist vom Tisch. Die ist vom Tisch, definitiv. Also, ja. Was ja auch ein guter Erfolg ist. Wie lange hast du damit zu tun gehabt? Knapp 2 Jahre. Also bin damals sehr jung da schon reingeraten. Aber heute ist das Thema für mich auch ganz weit weg. Also umso fröhlicher und glücklicher solltest du auch sein, dass dein Kind, das jetzt auf der Welt ist, dass das richtig gesund ist. Es hätte ja auch sein können, dass aufgrund der Drogenkarriere da irgendwelche Komplikationen hätten entstehen können. Ja, es war auch die ganze Zeit eine Risikoschwangerschaft. Ja, ich hatte bei ihm auch schon viel zu frühe Wehen und es war alles sehr kritisch. Ja. Desiree, wir machen das jetzt so. Du unterhältst dich mit meinem Psychologen Johannes. Ich sage es nochmal, ich glaube, dass du eine richtige Entscheidung getroffen hast, aber habe Respekt vor deinen Gefühlen auch, die du im Moment hast. Und besprich mal alles Weitere, wie du vorgehen sollst mit meinem Psychologen jetzt. Okay, danke. Leg bitte auf, wir rufen gleich zurück. Okay, danke. Alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. Meine Lieben, heute Nacht freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, plaudern wollt, diskutieren wollt, streiten wollt. Egal über welches Thema, egal zu welchem Thema. Morgen haben wir eine feste Themennacht. Da geht's die ganze Sendung über um das Thema Albtraumsex. Ich möchte gerne mit euch reden, den der Sex, die Sexualität zum Albtraum wurde. Wo keine guten Erinnerungen dran sind, wo schlimme Dinge rausgefolgt sind durch sexuelle Begegnungen, sexuellen Kontakt, was auch immer. Albtraumsex heißt das Thema morgen. Bei uns heute freie Themennacht. Tommy, 38 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, ich wollte erst mal fragen, darf ich du sagen? Ja, aber natürlich, ich sage ja auch du zu dir. Okay, dann wollte ich erst mal deine Sendung loben. Die verfolge ich ja schon 8 Jahre, die finde ich ganz toll. Das ist ja nett, Dankeschön.
Ja, ich bin ein bisschen nervös, weil bin noch nie durchgekommen und jetzt heute zum ersten Mal. Ja, dann wäre ich auch nervös, muss ich zugeben. Also ich habe auch ein Autogramm von dir und wie gesagt, also deine Sendung ist super toll. Das ist ja nett. Aber gut, jetzt zum Thema. Ja, also ich habe da so ein Problem und zwar, ich arbeite im Altenheim in Frankfurt. Ich komme aus Frankfurt und arbeite dort seit 2,5 Jahren. Was arbeitest du da? Als Pfleger, ja. Also Krankenpfleger. Mhm. Und da gibt es jetzt eine 78-jährige Patientin, die will mit mir doch eine heiße Nacht verbringen. Ja, das hört sich jetzt komisch an. Und zwar, sie ist sehr wohlhabend, ihr Mann ist verstorben vor ein paar Monaten. Ja. Und sie hat mir sogar Geld angeboten, also eine nicht unerhebliche Summe von 10.000 Mark. Euro, ja. 10.000 Euro? Ja. Damit du was genau tust? Damit ich mit ihr halt sozusagen, wie sie es formuliert hat, eine aufregende, heiße Nacht verbringen. Darunter kann ich mir noch nichts vorstellen. Was heißt das genau? Ja, hast du gefragt? Ich hab mich da nicht getraut, näher auf das Thema einzugehen, als sie das sagte, aber ich glaube, sie will wahrscheinlich mit mir in die Kiste. Wollen wir es klar aussprechen, ne? Ja. Also ihr sollt euch nicht nur heiße Witze erzählen oder so? Nee, die will schon Sex, glaube ich. Knallharten Sex? Ja. Zusammen baden vielleicht vorher? Das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich bin jetzt am Überlegen, wenn sie jetzt nichts mehr sagt, gehe ich gar nicht mehr darauf ein. Ja. Ich warte jetzt erstmal ab, ob sie vielleicht das nur aus der Stimmung jetzt heraus gesagt hat oder ob sie da jetzt... Ich weiß es ja nicht. Aber ich halte die Dame für durchaus noch klar. Also die ist nicht irgendwie umnachtet oder so. Also die ist rüstig, die ist gesund und sie ist reich. Ja. Und sie möchte noch ihren Sexspaß auch mal wieder haben. Ja, mit einem jungen, knackigen Kerl hat sie. Was ja auch verständlich ist. Aber sie könnte es auch billiger haben mit irgendeinem tollen Gigolo, der nimmt keine 10.000 Euro. Ja. Bist du denn so ein Reißer, dass er nun genau gerade dich haben will? Das weiß ich nicht. Ich bin da jetzt echt überfragt, aber ich glaube, sie hat irgendwie schon mich gemeint. Also sie ist schon scharf auf dich. Ja, weil ich kenne sie ja auch jetzt schon länger und wir haben auch schon sehr gute Gespräche geführt. Ja. Aber ich. Gute Voraussetzung? Wie bitte? Das ist eine gute Voraussetzung mit den Gesprächen. Ja, aber das Problem kommt ja jetzt noch hinzu, ich habe eine Freundin. Ach so. Ja, ich glaube, das auch große Problem ist, dass du dort arbeitest, ne? Und dass da irgendeine Vermischung stattfinden würde, die vielleicht auch für dich und deinen Arbeitsplatz... Eben, das auch recht. Ich weiß nämlich gar nicht die rechtlichen Sachen da genau. Das hat vorhin also dein Mitarbeiter mir auch schon zu verstehen gegeben. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich aussieht. Das weiß ich auch nicht genau. Ja. Das ist ja doch die Sache. Ja, nicht, dass du deinen Arbeitsplatz gefährdest, falls das irgendwie rauskommt. Ja, eben. Das ist die eine Sache. Das kann sein, dass das eine wackelige Sache ist. Dann hast du eine Freundin, also die Arbeitsplatz, die Freundin. Ja. Und nehmen wir mal an, dass der Arbeitsplatz wäre kein Problem. Nehmen wir an, die Freundin würde sagen, ach komm, einmal ist keinmal, 10.000 Euro ist auch eine schöne Stange Geld. Das Geld wird mich schon reizen. So, wenn die Freundin sagen würde, mach mal, würdest du es machen? Also Domian, deswegen rede ich ja mit dir. Ich habe mir hin und her überlegt, ich komme zu keiner Lösung. Und es wäre aber doch trotzdem sehr, also ich würde mich schon ein bisschen ekeln, weil sie ist 78 Jahre, Domian. Es gibt ja attraktive ältere Leute. Also. Ja, schon, aber ich meine, das wäre schon eine sehr komische Situation. Wie ist denn die Dame? Das ist noch nie passiert. Nein, wie ist denn, wie so äußerlich, wie sieht die Dame aus? Ist sie noch sehr gepflegt? Sie sieht nicht schlecht aus, sie ist auch gepflegt und alles. Ja. Aber das Problem ist ja auch für mich diese moralische Schiene, wenn das meine Freundin wüsste, ich weiß überhaupt nicht, wie die darauf reagiert. Gut, wir klammern mal eben noch die Freundin aus. Ja. Wir müssen ja eins nach dem anderen besprechen. Ja. Also nur so rein von der sexuellen Attraktivität her, müsste man sich erstmal die Frage stellen, oder musst du dir die Frage stellen, kann ich das? Oh. Werde ich da überhaupt erregt bei? Also wenn ich mir vielleicht was Schönes vorstelle, also ich weiß es nicht, ich war noch nie in so einer Situation, Domian. Das ist echt für mich sowas Ungewöhnliches. Ich weiß, deswegen frage ich ja dich um Rat, was ich da machen kann. Ob du da eine Lösung, weil du hast ja auch schon verschiedenen Leuten immer Trost und Hilfe gegeben. Und vielleicht kannst du mir auch in meinem Fall helfen. Ja. So was hast du bestimmt auch noch nie erlebt hier. Nee, genau so nicht. So ähnlich schon mal war es, aber genau so nicht. Jetzt kommen wir mal zur Freundin. Hast du der Freundin davon erzählt? Nein. Warum nicht? Weil ich da irgendwie Angst habe, dass die mich dann für total behämmert hält oder dann irgendwie mich dann noch verlässt oder so. Achso, nur weil du das eventuell in Erwägung ziehst, dass sie da schon sauer draus sein könnte. Ja, weil so wie ich sie einschätze, ich glaube, die wird mich für total bekloppt halten und abhauen und dann habe ich sie nie mehr gesehen oder so. Wie lange bist du mit der Freundin zusammen? 2 Jahre knapp jetzt. Zwei Jahre, genau, hast du gerade gesagt, ja.
Jetzt besteht natürlich wirklich das ganz große Problem, finde ich, ist das mit deinem Arbeitsplatz. Alleine deshalb würde ich jetzt rein intuitiv schon mal sagen, nein. Ja. So, das mit der Freundin müsste sowieso, wenn vorher geklärt werden. Ja, wenn die Freundin ganz cool ist und sagt, komm, okay, mach's, dann, wenn du kein Problem damit hast, mach es. Aber ich glaube, ich schätze die, also, dass meine Freundin da so cool reagieren wird, ich glaube, so. Also das mit dem Arbeitsplatz ist ja eine Geschichte, aber mit meiner Freundin, das geht dann und auch. Und zum Dritten muss man sich für sich natürlich auch Gedanken machen. Ja. Auch wenn du jetzt völlig frei wärst, also von Freundin und von Arbeitsplatz, ja. Und auch mal abgesehen davon, ob dich die Frau überhaupt anmacht, ja. Ist natürlich die Frage, will man käuflich sein? Ah, da habe ich jetzt ja auch noch nicht so drüber nachgedacht. Ja, dann ist es so käuflich, also ja. So erkauft. Ja. Ist vielleicht auch nicht so ein tolles Gefühl, wenn man nach der Aktion geduscht hat und vorm Spiegel steht und sich anguckt und denkt, was hast du denn jetzt gemacht? Ne? Ja. Ist es das wert? Ist das 10.000 Euro wert? Ich weiß es nicht. Also... Ja, wenn ich das jetzt so sehe, ja, also da würde ich eher auch zum Nein tendieren. Also eigentlich, aber, ja? auch aufgrund dessen, dass du gesagt hast, dass deine Freundin auch da wahrscheinlich sehr empfindlich ist, ja, ist die Antwort, auf alle Fälle. Ist die Antwort eigentlich klar, Tommy? Die ist eigentlich klar. Dass ich es also dann lieber sein lasse. Mhm. Und wenn sie sowieso nicht mehr das Thema anschneidet, ist es sowieso vergessen. Aber weißt du, dass ich das auch völlig schräg finde und auch sehr schon irgendwo mutig bis dreist, dass diese alte Dame dir das so angeboten hat? Ja. Ja, ja, das ist Wahnsinn, ja. Das ist wirklich verrückt. Wie gesagt, die müsste nur in ein paar Zeitschriften blättern, Dressman oder so unter Anzeigen und dann hättest du es für 1.000 oder ein Euro. Gigolo halt, ja. Ja, sowas, ja. Aber Domian, also jetzt habe ich noch mal eine Frage. Wenn sie jetzt das Thema nicht anschneidet, ist ja klar, dann weiß ich, dass das dann vergessen ist irgendwie. Aber jetzt nehmen wir mal an, die wird irgendwann die Tage wieder darauf zurückkommen. So, da musst du ein Kerl sein. Sie ist ja auch sehr sensibel und ich will sie auch nicht verletzen. Wie soll ich ihr das dann begreifen? Dann sagst du ganz einfach, ich habe eine Freundin und möchte das nicht. Basta. Gut. Und was ist, wenn sie dann irgendwie dann versucht, mich rumzukriegen? Da muss ich halt hart bleiben und sagen, dass das arbeitsrechtlich Schwierigkeiten geben könnte. Nein, ne? Ich meine, du kannst ja auch sei doch ein ganzer Kerl und sag ganz einfach, nein, ich möchte es nicht. Ich möchte auch eine Grenze ziehen. Ich möchte es einfach nicht. Gut, und die 10.000 Euro, naja, gut, Geld kann man immer gebrauchen, aber dann verzichte ich halt da drauf. Ja, ich meine, so würde ich... Weil du das mit dem käuflich auch angesprochen hast, weil ich habe ja auch eine Ehre und... Ja, genau. Ja, ich glaube dann, vielleicht selbst wenn ich dann das Geld hätte, würde ich dann hinterher irgendwie das bereuen, auch genau. Wenn das mit meiner Freundin klappen würde, weil ich ja auch noch irgendwie ein Selbstwertgefühl habe. Also genau, ich glaube, so. Du hast da recht irgendwie. Und wie gesagt, kann ich mich irgendwann nochmal melden, wenn die Geschichte vorbei Bitte, ist? Bitte, ruf einfach an, ich bin der Tommy aus Frankfurt, der Altenpfleger, der mit der alten Elterndame Sex haben sollte. Wissen wir Bescheid. Ja, dann kann ich, also ich sag dir dann, wie es ausgegangen ist. Mach es so. Alles Gute, Tommy. Okay, tschüss. Tschüss. Tommy, tschüss. 0800 5678111. Ralf, 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen. Ja. Ich würde ja gerne guten Morgen sagen, aber da Präsident Bush gleich spricht, wird das kein guter Morgen werden. Wird das kein guter Morgen werden, genauso sehe ich das auch. Das geht, glaube ich, in einer Stunde los, ne? Ja, 1.55 Uhr. Dann erklärt er der Welt, warum so viele Menschen jetzt abgeschlachtet werden, ne? Ja. So müssen wir es ja sagen. Das ist eindeutig ein Verstoß gegen bestehendes Völkerrecht. Ja. Ist das dein Thema, worüber du auch reden möchtest? Ja, ja. Also überhaupt die Moral von der Politik, die da gemacht wird, ganz im Allgemeinen. Sagen wir von der amerikanischen Politik. Und von der englischen Politik. Die deutsche spielt da ja auch mit rein. Ich habe auch kein Verständnis dafür, dass sowohl unser Verteidigungsminister als auch unser Bundeskanzler, war ja heute auch Pressekonferenz zum Irak unter anderem, davon die Rede ist mit den Airbag-Flugzeugen, die ja mit deutschen Besatzungen bestückt sind, dass das nicht extra durch den Bundestag braucht, weil die halt über der Türkei operieren würden. Ich vermute mal, dass die das versuchen, um sich die Amis nicht gänzlich als Feinde zu Feinden zu machen, dass sie dem zustimmen. Im Prinzip, wenn wir es ganz streng sehen, hast du natürlich völlig recht. Da haben auch deutsche Soldaten... Wir machen den Irak und damit so ist das es. Ein Kriegseinsatz. Ganz genau, so ist es, ja. Und die andere Sache ist, ob wir uns die Amis da völlig zu Feinden machen oder nicht. Das darf da einfach nicht die Frage sein. Aber wir wollen mal das nicht die Bundesregierung nicht so sehr kritisieren, weil die waren ja nun wirklich sehr massiv von Anfang an, ne? Und sehr mutig auch. Das stimmt. Ne, muss man sagen. Das war ja schon. Die haben sich schon sehr gut verhalten. Ja. Das ist jetzt auch so ziemlich das Einzige, was Schröder bis jetzt durchgehalten hat von seinen Wahlversprechen. Ja. Das muss man dazu sagen. Nur, ich kann es nicht gutheißen, dass die, um eine Person da rauszukriegen, und darum geht es ja augenscheinlich, weil es wird ja jetzt das Ultimatum gestellt, 2 oder 3 Tage, das ist ja noch nicht raus, das werden wir gleich erfahren, dass Saddam das Land verlässt.
wird er nicht machen. Nein, natürlich nicht. Es ist auch logisch. Es ist auch nur Theater. Show ist das Ganze. Und es kann ja nicht sein, dass um eine Person da rauszukriegen, Millionen anderer umgebracht werden. Ja, aber diese Diskussion kennen wir. Es gibt keinen gerechten Krieg. Und zum anderen ist, also ich melde mich jetzt als normaler Bürger und ich muss sagen, die Amerikaner haben da also für die ganze Welt im Prinzip einen Notwehrfall ausgerufen, den ich als normaler Bürger gar nicht durchsetzen könnte. Also wenn ich als normaler Bürger irgendwem was antun würde, nur weil die Gefahr besteht, dass er mir was tun könnte, das wäre praktisch dann potenziell jeder Verkehrsteilnehmer, dem ich auf der Straße begegne, der mich gefährden könnte. Das ist natürlich auch ein interessantes Beispiel, ja. Ja, aber weißt du, Ralf, das Schlimme ist, irgendwie so die Machtlosigkeit, die man ja fühlt. Dieses, was du sagst, ist völlig richtig. Das sagen ja auch schon ganz viele Leute. Ist das, was mich so daran stört. Selbst in Amerika ist ja die Mehrheit der Bevölkerung nicht für den Krieg. Doch. Auch in Amerika sind das Volksvertreter. Nein. Also nach neuesten Umfragen sind es 61% und man vermutet, wenn der Krieg beginnt, dann sind die Amerikaner noch mehr geschlossen hinter ihrem Präsidenten. Europa ist gegen den Krieg. Das europäische Volk, die europäischen Völker ist gegen den Krieg. Ja, in Amerika waren aber auch reichlich auf der Straße. Ja, aber das ist für so ein großes Land noch relativ wenig. Es werden ja sogar die Showgrößen von der Oscarverleihung ausgeladen, die eventuell etwas Kritisches sagen können. Das passiert im Land der Demokratie, ne, die gerade die demokratischen Rechte, Meinungsfreiheit und so weiter so auf ihr Plateau stellen, da darf man nicht mehr sagen, was man denkt. Nein, die haben ja sowieso, die sind teilweise sehr puritanisch. Aber wie gesagt, ich finde es erstmal ein Verstoß gegen das Völkerrecht und Was sollen wir jetzt, wir normalen kleinen Fuzzis, wir kleinen Bürger, was sollen wir mit unserer Empörung anstellen? Wo sollen wir die lassen? Wir können da als normale kleine Bürger praktisch nichts machen, außer dass das schon gelaufen ist. Demonstrieren, sagen, dass es nicht geht, aber wie gesagt, das nutzt ja nichts. Ich finde, da sind jetzt, wenn hier in Europa geschrien wird, das geht nicht, und es sind immerhin 180 von 191 Nationen in der UN, die das sagen, dann, es ist ja schon ein Embargo gegen den Irak ausgesprochen worden, gegen Amerika wäre das nicht so einfach, aber das wäre eigentlich die logische Konsequenz. Ich weiß nicht, ob das jetzt vor 2 oder 3 Wochen war, es ist ja auch noch so ein neuer Gerichtshof geschaffen worden. Sind die Amis auch nicht dabei? Nein, die sind nicht dabei. Aber Bush braucht ja auch keine Angst zu haben, dass er davor zitiert wird. Wie zum Beispiel ein Milosevic. Ja, wir müssen ganz einfach akzeptieren, dass das die Weltmacht schlechthin ist und dass Amerika die Welt regiert. Ja, und dass Amerika die Welt regieren möchte, als es schon bisher regiert hat. In dem Moment, wo sich jeder sagt, wir müssen das akzeptieren wir. Und das kann nicht sein. Solange wie, oder ein anderes Beispiel, das kostet ein Heidengeld. Solange wie auf der Welt noch tausende Kinder verhungern, kann man das Geld sinnvoller ausgeben. Weißt du, was mich heute übrigens auch äußerst geärgert hat? Da lese ich doch, dass es schon Überlegungen in unserer Bundesregierung gibt, und jetzt gibt es heftige Kritik von meiner Seite an der Bundesregierung, dass Deutschland Milliarden plant, in den Wiederaufbau des Iraks zu pumpen. Was ist das denn? Da wird der Irak platt gemacht von den Amerikanern und wir, das heißt auch von unseren Steuergeldern, fließt das Geld wieder da rein. Wir pumpen das da rein. Dann hast du den Report aus München heute wahrscheinlich nicht gesehen. Nee. Also es ist ja so, dass die Amerikaner so argumentieren, der UN-Sicherheitsrat wäre nicht ausgehebelt dadurch, dass sie da einmarschieren. Weil die UN ja schließlich um die Wiederaufbauhilfe gebeten worden ist. Das heißt, die Blauhelme, die sollen dann von Frankreich und Deutschland vorzugsweise kommen, weil die natürlich wesentlich bessere Chancen haben als die Amerikaner als Besatzer im Irak. Und es ist ja so, es macht etwas den Eindruck, als ob der Sohn das zu Ende bringen will, was der Vater nicht geschafft hat. Obwohl also, damals eine andere Situation, ich muss sagen, bei Desert Storm war es ja so, die Iraker sind in Kuwait einmarschiert, da war es wirklich ein Verteidigungsfall. Ja. Es wurde ein Land verteidigt und das ist was völlig anderes. Es gab auch damals nicht so einen Aufschrei in der Welt wie heute. Nein, das war ja auch gerechtfertigt. Ja. Wenn die Irakis, dafür ist die UN da. Wenn die Irakis einen Angriffskrieg jetzt führen würden, klar müssen sie dann auch eins auf die Finger kriegen. Aber genauso müssten das auch die Amerikaner, wenn die sich gegen die Mehrheit der Staaten stellen. So, jetzt wollen wir gleich verfolgen, was Herr George W. Bush zu sagen hat, auswendig aufzusagen hat. Ja. Und wir können eigentlich nur hoffen, dass es sich noch etwas hinzieht. Aber es gibt, glaube ich, keine große Hoffnung mehr. Nein, also so wie er es heute, er hat ja oft die Frage eines Journalisten, ob jetzt diplomatisch alles gesagt wäre. Ja, ist alles gesagt und jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Ich danke für deine Meinungsäußerung, Ralf. Ja. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. 0800 5678 111, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Weiter geht es mit, frage ich meine Regie, mit Ben. Und Ben ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hi, grüß dich. Hi Ben. Um was geht's? Ja, mir ist es so, dass ich extrem viel Angst um meinen Sohn habe.
Warum? Ich habe Angst, dass ihm was passiert. Was könnte ihm passieren? Entführung, sexueller Missbrauch, etc. etc. Also er ist 6 Jahre alt. Mhm. Und ich habe einfach Probleme mit, wenn er noch so jung ist. Warum, worin begründet sich die Angst? Musst du mehr Angst haben als andere Väter, die auch ein Kind haben? Entschuldige? Musst du mehr Angst haben als andere Väter, die auch einen 6-jährigen Jungen haben? Bei mir war es halt so, als ich 6 Jahre alt war, wurde ich auch sexuell missbraucht. Mhm. Von wem? Keine Ahnung, im Kino. Im Kino? Ja. Ich war damals allein da, es war halt in einer kleinen Stadt. Wie, als 6-Jähriger warst du allein im Kino? Ja, weil es war einfach so eine kleine Stadt und ich hatte mir Ronja die Räubertochter angeguckt damals. Ja. Und ich dachte, ja, ich will irgendwie mal reingehen, weil es war eine kleine Stadt mit sag mal, 15.000 Einwohnern. Mhm. Mhm. Und ja, da hat sich dann dieses Objekt neben mich gesetzt. Mhm. Und ja, hat mich dann erstmal angefasst und so weiter. Und mich danach natürlich mit aufs Klo genommen. Und es sah natürlich dann so aus, als ob das der Vater mit dem Sohn. Mhm. Und konnte mich eigentlich nicht wehren. Ja, und der Mann ist danach verschwunden. Der ist danach verschwunden, ja. Du kanntest den Mann auch nicht? Nee. Nein. Mhm. Leider. Das ist dir passiert, als du 6 warst, und es ist hoffentlich nur eine einmalige Sache gewesen. Ja. Ja. Gott sei Dank. Obwohl es beinahe noch einmal dazu gekommen wäre, ein paar Jahre später. Mhm. Aber da habe ich dann, Gott sei Dank, weil ich halt auch Karate und Judo gemacht habe, ja, konnte ich mich dann da auch behilflich sein. So, jetzt hast du gerade gesagt, du hast auch Angst, dass dein Kind entführt wird, weil es so viele Entführungsfälle gibt in Deutschland, ja, in der letzten Zeit. Oder gibt es noch irgendeinen anderen Anhaltspunkt? Siehe Saarbrücken. Mhm. Und generell, also ich meine, bei mir ist nicht viel zu holen, ja, aber man weiß ja nie, wofür die Kinder da dann hergenommen werden. Ja, wie lebt denn dein Sohn? Lebt ihr in einer Familie oder lebt er bei dir alleine? Der lebt mit meiner Lebensgefährtin zusammen mit mir. Ja. Und Also ich glaube, Ben, ich sag's mal so ganz spontan, dass aufgrund dessen, was dir damals passiert ist, es keinen Automatismus gibt, dass es deinem Jungen auch so passiert. Natürlich nicht. Und wenn du ein gewissen, man muss natürlich auch, glaube ich, vorsichtig sein, dass man nicht zu hysterisch in der Angst wird. Damit verunsichert man ja auch ein Kind. Wenn man es auch nicht direkt ausspricht, aber durch die Stimmung, die man verbreitet. Das versuche ich schon gut zu komprimieren. Also es ist halt so, wenn wir, in ein Kaufhaus gehen und sagt, Papa, ich muss schnell auf Toilette gehen, dann geht er halt aufs Klo und ich warte halt da draußen vor der Tür. Ja. Und ich versuche es ihnen schon nicht unbedingt so merken zu lassen. Und ich glaube, es ist eigentlich auch normal, dass man jemanden in dem Alter, den er noch nicht unbedingt so draußen spielen lässt, also jedenfalls weiter, also hier um das Haus, wenn ich auf Balkon bin und ich kann ihn sehen, kein Problem. Mhm. Und ich sehe ihn mit seinen kleinen Schulfreunden, das ist absolut kein Problem. Also letztendlich kannst du gar nichts anderes weitermachen, als ein gutes Auge auf ihn zu werfen, ohne es zu übertreiben und ohne vor allen Dingen, dass er das so merkt. Und weiter kannst du nichts tun. Ja, also wie gesagt, und die Wahrscheinlichkeit, ich meine, es ist schlimm genug, was alles passiert ist in der letzten Zeit. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt deinen Jungen auch treffen sollte, ist schon äußerst gering. Natürlich ist es äußerst gering, aber das Problem ist, es kann leider immer passieren. Und ich denke mir einfach, sobald er ein bisschen älter ist, sag mal so 7, 8, 9. Aber Ben, weißt du, es kann auch passieren, dass ihr einen Autounfall habt zusammen. Es kann alles, die Wahrscheinlichkeit von vielen anderen schlimmen Dingen, das Leben ist halt voller Gefahren. Das ist mir schon klar, aber darum geht es auch gar nicht. Es ist ja, wenn du einen Autounfall hast, bist du normalerweise entweder absolut schwer verletzt, siehst du eigentlich gar nicht mehr so richtig mit, oder du bist tot. Mhm. Wenn du sexuell missbraucht wirst, wie halt in Saarbrücken, dann spürst du das. Ja, ja. Es gibt ja genügend. Aber es gibt ja genügend Autounfälle, wo du auch sehr leidest und krank bist und also. Ja, klar, Domian. Ich weiß nicht, ob dir sowas auch mal passiert ist. Weiß ich nicht. Nein, ich glaube, deswegen sagte ich das ja auch, ich glaube, wenn man das selbst erlebt hat, ist man da sehr sensibilisiert und hat entsprechend natürlich auch eine irre Angst, dass dem eigenen Kind das auch passiert. Aber ich glaube, dass man mit dieser Angst dass man die in den Griff kriegen muss, weil auch da ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass es ihm passiert. Das und ist klar, ja, und du tust dem Kind nichts Gutes, wenn sich diese, wie ich es vorhin schon sagte, wenn sich die Angst zu sehr vermittelt. Deswegen will ich auch extra warten, bis er wirklich auch ein bisschen Kampfschritt machen kann, bis Leute wirklich auch sagen können, wenn dir sowas passiert, ja, dann musst du das und das machen. Also ja, ich meine, natürlich ist die Gefahr gering, aber jetzt, wo er das nämlich gar nicht so richtig realisieren kann.
Aber das ist ein guter Begriff, den du gerade gebracht hast, dass du ihn so früh wie möglich zum Beispiel auch eine Kampfsportart heranführst. Auf jeden Fall. Ja, das ist ja, wo auch lernen, dass man das nicht zum Prügeln einsetzt, sondern genau, zur Selbstverteidigung. Ja, ja. Und dann kann man nicht sagen, immer noch mit gemischten Gefühlen, ich brauche nicht mehr so viel Sorgen zu machen. Ja, ja. Also das ist doch schon mal ein guter Plan. Ja, das ist doch schon mal ein guter Plan, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Meine Freundin meint auch, das ist bei mir, sie hat natürlich auch Sorgen, aber sie meint auch, also das ist bei mir wirklich äußerst stark ausgeprägt. Ja, ja, das ist halt auch dein Problem. Und damit musst du irgendwie auch sehen, dass du das für dich auch in den Griff bekommst. Würde gerne, dass du ein paar Worte mit Johannes sprichst, meinem Psychologen. Gerne. Okay? Wunderbar, gerne. Du legst auf, Johannes ruft dich an. Okay, danke schön. Alles Gute, Ben. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Tschüss. Und viel Erfolg. Gell? Danke dir. Ciao. Tschüss. Christian, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hi. Und? Ich um was geht's? Ich wollte erstmal sagen, eine schöne Sendung, die du da machst. Dankeschön. Mein Thema ist der Irakkrieg, der uns bevorsteht. Ja. Wie denkst du aber? Hier geht es darum, um die ganze Friedensbewegung, die ja ganz schön ist. Mhm. Und ich bin ja auch mehr für Frieden. Ich meine, das sind wir ja wahrscheinlich alle. Aber ich bin der Meinung, dass der Saddam Hussein nicht anders zu stürzen ist, als wenn wir da einrennen, sag ich mal. Würdest du mitrennen? Also ich würde wahrscheinlich nicht mitrennen, weil ich habe Zivildienst gemacht, sag ich dir ganz ehrlich. Mhm. Und ich war auch nicht mal im Bund. Aber dennoch, wie du auch nicht. Ich habe auch Zivildienst gemacht, ja. Ja. Mhm. Und ich fand es auch total schön, auch Leuten zu helfen. Mhm. Aber ich bin der Meinung, dass man im anders nicht kommen kann. Aber interessant, wenn du so eine Auffassung hast und also in so eine Richtung tendierst, wieso bist du dann Zivildienstleistender gewesen? Dann musst du doch eigentlich zur Bundeswehr gehen, um für einen solchen Fall dann auch auf der Matte stehen zu können. Nee. Also du lässt die Arbeit für andere, die Drecksarbeit andere machen. Nee, das geht ja nicht um die Arbeit. Ich meine, es ist Krieg. Das ist Dreck. Ja, weil die Amerikaner, die sind nur mal darauf auf beschärft und ich meine, der Bush vorher, der hat es ja nicht geschafft, das zu vollbringen, was jetzt er machen will. Mhm. Und dann wird jetzt er wahrscheinlich das jetzt richtig mal durchziehen. Ja. Und du kannst mir nicht sagen, der Hussein ist ein Kriegsverbrecher vor der ganzen Weltbevölkerung. Ja. Aber und kein Mensch macht was gegen aber ihn. Aber Christian, wie viele Kriegsverbrecher sind in Amt und Würden auf dieser Welt? Und kein amerikanischer Präsident sagt hier, wir marschieren hier ein. Und warum jetzt plötzlich? Warum die letzten Jahre nicht? Die letzten Jahre, man muss ja sagen, warum ist in den letzten 10 Jahren nichts passiert? So kann man auch fragen, ja. Aber ja, ne, das ist doch die Frage, warum ist gerade dieser Diktator, niemand aus der Friedensbewegung, niemand redet ja Herrn Saddam Hussein schön. Das ist ein Diktator vom brutalsten Ausmaße. Darum geht es doch überhaupt gar nicht. Aber solche Diktaturen gibt es genügend auf der Welt. Und man macht nichts. Warum jetzt gerade? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du nämlich mit irgendwelchen sanften Sachen kommen kannst. Du kannst Saddam Hussein nicht erzählen, dass er ins Exil gehen soll. Ja. Das wird der Bush heute Abend zwar auch sagen können, aber Saddam Hussein ist das vollkommen egal. So, aber was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass Hunderttausende von Menschen abgeschlachtet werden. Abgeschlachtet werden, das muss man so sagen. Gut, Dummer, ich bin kein Freund davon, aber dann sagst du mir mal bitte eine konkrete Lösung dafür. Die würde ich ganz gerne mal von dir wissen. Ja, wenn ich die so schlau wüsste, wäre ich wahrscheinlich ein gemachter Mann. Nur mal ein Ansatz dafür. Aber es gibt nur ein Ansatz, eine Lösung haben wir beide dafür, das ist klar. Nein, also erstmal will ich sagen, ist es mir ein wirkliches Rätsel. Es ist mir ein ganz großes Rätsel, dass der knallharte israelische Geheimdienst und auch die Amis, dass es denen nicht gelingt, diesen Mann einzeln zu ermorden. Das fände ich richtig. Das muss ich zu ermorden? Ja, das fände ich richtig, um Leid aus der Welt zu schaffen. So, zum Zweiten, wenn das offensichtlich nicht geht oder wenn man das nicht will, dann muss man halt mit den Mitteln der Diplomatie, mit den Mitteln des Redens, der Wirtschaft, muss man halt so mit so einem Regime umgehen. Das ist nicht die optimale Lösung, aber das ist die Alternative. Die Alternative ist Leid und Tod. Aber du meinst, eine Lösung, ihn zu ermorden, ist besser, als ihn anzugreifen? Ja, natürlich. Aber natürlich. Es wäre auch viel besser gewesen, wenn man Hitler umgebracht hätte, wenn man das geschafft hätte.
Was ist das für eine Frage? Hier geht es um einen Mensch, der getötet würde. Nee, auf der habe ich ja auch einen Ansatz für. Na? Wieso muss man dann den gesamten Irak angreifen? Mhm. Ja, wie soll es anders gehen? Ja, wie? Man muss doch ungefähr wissen, wo der Hussein ist. Tja. Wieso muss man denn den ganzen gesamten Irak angreifen? Weil Amerika? Das ist genauso das, was du sagst. Man muss ihn umbringen. Klar muss man ihn umbringen. Mhm. Ich möchte noch mal kurz auf dich kommen. Ich bin ganz, ganz baff, dass du, bist du auch heute noch mit Leib und Seele so von der Einstellung eigentlich Zivildienst leisten? Da würdest du heute auch wieder in den Zivildienst machen, Leute mit rein, würdest du wieder? Ich würde es auch machen, ja klar. Aber das wundert mich dann schon. Du müsstest doch eigentlich eine viel pazifistischere, sage ich mal so, Einstellung haben, dass du sowas von vornherein ablehnst, was du gerade befürwortet hast. Ich lehne auch Kriegsverbrecher ab. Du lehnst den Krieg ab, aber sagst gleichzeitig wieder, was bleibt denen anderes übrig, als da einzumarschieren. Das verstehe ich nicht, es gibt keinen Sinn. Nein, mir geht es darum, um den Saddam Hussein zu stürzen. Darum geht es mir. Mir geht es nicht um Krieg. Mir geht es darum, es muss eine Lösung geben, diesen Menschen von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Gut. Und das hätte man vor 10 Jahren schon machen müssen. Darum geht es mir. Ja. Wieso hat man es vor 10 Jahren nicht gemacht? Okay, so, dann frage ich dich, aber so habe ich dich am Anfang verstanden. Bist du jetzt dafür, dass das passiert, was wohl passieren wird? Dass ich bin dafür, was du gesagt hast, dass dieser Mensch weg muss. Es ist mir egal, wie und wo und wann. Darum geht es mir. Gut. Es tut mir um die Leute leid, die da hineingezogen werden, die damit gar nichts zu tun haben, weil ist natürlich klar, wenn die Amerikaner den Irak bombardieren, da kann mir keiner erzählen, da werden auch Zivilisten getötet, da werden Kinder getötet, die damit gar nichts zu tun haben, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben. Nicht nur Kinder. Es geht darum, dass dieser Mensch weg muss. Ja. Heute Abend gab es ein ZDF-Spezial und da wurden mal wieder, oder vorhin sehr komprimiert, die hoch und höchst modernen Waffen der Amerikaner vorgestellt. Ja, das habe ich gesehen. Nicht? Und da kann einem wirklich Angst und Bange werden, was für ein Elend dort angerichtet werden wird, wenn diese Waffen zum Einsatz kommen, und sie kommen zum Einsatz. Das ist ja, auch 90% ist es ja auch nur noch computergestützt. Ja. Das heißt, das geht auf Ziele. Gut. Ja. Die Amerikaner wissen gar nicht genau, welche Ziele es sein werden. Sonst hätten sie das schon längst erledigt über Geheimdienste oder was weiß ich nicht. Ja. Ich meine, ich bin da kein Experte. Ja. Ne? Aber wenn die Amerikaner doch so einen tollen Geheimdienst haben, dann wäre das Saddam Hussein schon längst tot. Müssten sie es eigentlich wissen, ja. Ne, die haben schon so viele Leute um die Ecke gebracht, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ja. Gut, Christian, ich danke für deine Meinungsäußerung. Ich danke, dass du mich hier äußern durfte. Na klar, alles Gute. Und eine schöne Sendung. Danke, tschüss. Tschüss. Manuel, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, liebe Domian. Hallo Manuel. Ja, mein Thema ist auch der Irakkrieg. Auch? Ja, klar. Ich bin da ja so indirekt halt auch involviert als Soldat. Du bist Soldat? Ich bin Soldat. Ah ja, also Zeitsoldat oder Fest? Zeitsoldat. Zeitsoldat. Ich arbeite noch an den Berufssoldaten. Ja. Achso, du willst Berufssoldat mal werden? Ich möchte, ja doch. Ja. Der Berufssoldat. Ja, ist ja nicht ich meine, die Bundeswehr zieht ja nicht unbedingt dann mal gegen irgendein Land in den Krieg. Wir sind in erster Linie Verteidigungs- und wir sind nicht unbedingt Amerikaner, ne? Also somit hast du ja schon vielleicht noch eine etwas andere Warte, wenn du das aus dem Bereich des Militärischen heraus beobachtest, diese ganze Angelegenheit. Mhm. Wie ist denn deine Auffassung, deine Position? Also ich bin gegen den Irakkrieg. Du bist eindeutig dagegen. Ja, klar. Mhm. Weil es besteht im Moment absolut keine Begründung für den Irakkrieg. Es ist wirklich interessant. Ich habe in der Tat noch mit keinem Menschen gesprochen, der dafür ist. Mit keinem einzigen Menschen bisher. Wirklich. Da wird man, glaube ich, in Deutschland auch so gut wie keinen finden. Ja, Gott sei Dank. Ich bin stolz darauf. Auch in Frankreich nicht. Ja, ich bin stolz darauf, dass es so ist. Wirklich. Ja, begründe du es aus deiner Sichtweise. Ich habe dich gerade unterbrochen. Wir so als altmodisches Europa sind halt schon durch etliche Kriege gegangen. Ich meine, ich habe persönlich zum Glück keinen mitbekommen. Mhm. Weißt du, dieser satte Texaner, der weiß ja überhaupt gar nicht, was das im Ernst, gar nicht, was das bedeutet. Hier die europäischen Völker, wir nun auch nicht, wir in unserem Alter, aber ich weiß es von meinen Eltern, von meinen Großeltern, von den Verwandten, was für ein Horror das bedeutet, Krieg zu haben, bombardiert zu werden. Ich meine, ich habe es nur indirekt mitbekommen im Kosovo. Ich war 99 halt auch direkt an Bord der Airbags mit beiden Einsätzen. Mhm.
Und ich meine, man hat sich da dann halt auch schon an Bord Gedanken gemacht, so mein Gott, man sah halt so die Cruise-Missiles einschlagen und so am Horizont. Und man hat sich ja schon so seine Gedanken gemacht. Darf ich dich mal eine Was-wäre-wenn-Frage stellen? Ja. Nehmen wir mal an, du bist auf Lebenszeit Soldat, was irgendwann der Fall sein wird. Ja. Und wir hätten, es ist nun mal so ein Gedankenspiel, und wir hätten eine Situation in Deutschland wie in England, dass im Prinzip das Volk dagegen ist, aber Herr Schröder wäre dafür und würde sagen, unsere Bundeswehr marschiert mit. Wie würdest du dich dann verhalten? Ist nur mal so ein Gedankenspiel. Also wenn es wirklich zu dem konkreten Fall kommen würde, hätte man immer noch die Möglichkeit zu sagen, so, nein, da gehe ich nicht hin. Mhm. Das gab es halt beim ersten Golfkrieg auch bei etlichen Kameraden, bei Piloten, die halt in die Türkei verlegt werden sollten. Und die haben halt noch vor Ort, also in der Türkei, dann den Verteidigungsminister Rühr ausgebuht. Und es wurde postwendend halt der Kommandeur, der unten vor Ort war, ausgetauscht. Und da sind etliche Kameraden halt auch aus der Bundeswehr gegangen, freiwillig. Nun gibt es ja im Moment, der Christian vorhin hat das auch thematisiert, die Besatzung der Airbags-Flugzeuge. Ja. Wie stehst du dazu? Findest du, dass Deutschland diese Besatzung stellen darf oder nicht? Das finde ich korrekt, da das halt im Rahmen der NATO passiert. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass die da nicht auch überwachen, was gerade im Irak vor sich geht. Natürlich wird das damit überwacht. Und das wird doch vermischt. Aber Kriegsgeschehen wird doch vermischt. Es soll den Türken ja die Möglichkeit geben, sich zu verteidigen, falls irgendwelche Skat-Raketen halt auf die Türkei abgeschossen werden. Sagen Insider, dass von diesen Überwachungsstationen aus dem Flugzeug durchaus das Kriegsgeschehen mit beobachtet wird. Nicht nur bezogen auf die Türkei, sondern auch auf andere geografische Regionen und somit man beteiligt ist an der Auseinandersetzung. Nee, also man ist nicht direkt an der... Hat ein hoher General übrigens im Fernsehen gesagt, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Naja, ich meine, die Alex hat auch während des Kosovo-Krieges und während der General AD, der Sache in Ex-Jugoslawien halt das Flugverbot kontrolliert und überwacht. Und das Gleiche findet jetzt im Moment in der Türkei statt. Gut, könnte es sein, hast du Angst, dass das vielleicht das Ganze doch noch weiter eskalieren könnte? Das ist im Moment meine große Angst, ja. Halt Saddam Hussein das auch schon angekündigt hat, dass er diesen Konflikt, wenn er wirklich vom Zaun bricht, in die Welt hinausträgt. Und dem Mann kann man das schon zuschauen. Ich meine, das sind beides keine Unschuldslämmer. Es gab letztens noch im WDR einen Bericht über Kriegsverbrechen in Afghanistan unter den Amerikanern. Es wurden da plötzlich 7000 Afghanen irgendwo aus der Wüste wieder ausgegraben. Ja. Und deswegen... Ich habe ja auch die Sorge, dass vielleicht gar nicht ausschließlich... eine Gefährdung, auch eine terroristische Gefährdung von Saddam ausgehen muss, sondern überhaupt aus der islamischen Welt, weil die islamische Welt sich natürlich jetzt sehr generell angegriffen und auch gedemütigt fühlt durch das, was die Amerikaner da machen. Und ich meine, wenn man es genau nimmt, das, was der Amerikaner gerade abzieht, ist halt ein Terrorschlag im Großen. Ne? Also so sehe ich das. Hast du Angst? Hast du Angst um unsere Sicherheit in Europa, explizit in Deutschland? Schon, ja. Ich meine, man kann terroristische Vereinigungen dann nicht großartig kontrollieren. Ne? Aber meinst du, dass... Ja der, aber wären nicht eigentlich wir, das heißt die Deutschen und die Franzosen, die Letzten, die damit rechnen müssten, weil wir uns ja nur immer gegen den Krieg ausgesprochen haben? Ich glaube nicht, dass sie so genau selektieren. Dass sie sagen, okay, das ist jetzt ein Deutscher, den werde ich nicht angreifen, weil aus dem Weiten oder vom Weiten sehen wir genauso aus den Amerikaner. Ja. Ja. Also, es kommen schlimme Wochen auf uns alle zu, wobei wir wollen nicht jammern, auf die Menschen da unten kommen schlimme Wochen zu. Wir sind ja in einer sehr komfortablen Situation. Ja, ich meine, wir sehen das dann bei CNN oder so, das gefiltert so wieder, ne? Wenn wir es überhaupt sehen dürfen. Ich vermute ja, dass die Amerikaner so geschickt machen. Ja, wie gesagt, gefiltert, ne? Gefiltert. Ich meine, die Amerikaner haben zwar schon angekündigt, jetzt wieder Frontberichterstattung zuzulassen, aber das geht dann auch erst wieder durch den Filter. Absolut. Und die schlimmen Bilder werden nur wahrscheinlich herausgeschmuggelt von irgendwelchen Abenteuerjournalisten, die das filmen werden. Ja, man sieht es halt bei der Sache in Afghanistan, da verschwinden dann Zeugen, die halt auch Videoaufnahmen von den Sachen gemacht haben und so.
Es wurden die Leute in Containern halt irgendwo in die Wüste gekarrt, noch zusätzlich ein paar Luftlöcher reingeschossen, nicht oben rein, sondern unten rein, damit man auch so viel wie möglich trifft. Sehr schlimm, sehr schlimm. Es ist schon, ich habe neulich mit einem Freund noch drüber gesprochen, es ist schon wahnsinnig, wenn man sich vor Augen führt, wie unbeliebt dieses Volk, nämlich die Amerikaner, sich in der Welt zunehmend machen. Vielleicht gibt es kaum ein Volk auf der Welt, was mittlerweile so viel Hass auf sich zieht und Ablehnung wie die Amerikaner. Und ich sehe es halt im Moment so, dass der Weltkrieg nicht von Saddam Hussein inszeniert wird. Mhm. Der ist im Moment in der Verteidigungslage. Mhm. Er versucht sein Land irgendwie zu verteidigen. Ich meine, okay, er ist kein Waisenknabe. Ich meine, das darf man halt nun wirklich nicht denken. Ja, das sagt aber auch, ich habe es gerade auch schon gesagt, niemand, der gegen diesen Krieg ist, verteidigt das Regime. Ne? Niemand. Es ist egal, wie es ausgeht, ob jetzt Saddam ein paar Jahre weiter regiert, das Volk leidet oder der Amerikaner unten reingeht, das Volk leidet wieder. Also wie es, egal wie es kommt, das Volk leidet. Ne? Auch an dich Dankeschön für die Meinungsäußerung, Manuel. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Hey, jetzt lese ich was Interessantes hier. Jetzt habe ich hier eine junge Dame, die sich per Fax aus den USA gemeldet hat. Nämlich Claudia, 28 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Claudia. Guten Abend, von mir aus. Du verfolgst unsere Sendung in den USA? Ja, über Internet. Ach, das ist ja verrückt. Und jetzt in einer total angenehmen Zeit, 7 Uhr abends. 7 Uhr abends. Aha. Wo lebst du in den USA? In Charleston, in South Carolina. In South Carolina. Und warum bist du dort? Ich nehme an einem Lehreraustauschprojekt teil. Ja. Und arbeite jetzt seit letzten Juli in einer amerikanischen Middle School, in einem 8. Schuljahr. Ja. Wie wirst du dort als Deutsche behandelt? Es wird gut behandelt. Also ich erlebe hier in keinster Weise irgendeine Form von Diskriminierung. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Kollegen, Freunde, Nachbarn sind unglaublich freundlich und unglaublich offen und interessiert. Ist das Thema Krieg auch Thema da in deiner Kollegenschaft? Ja, klar. Wie sind denn deine Kollegen, also die Amerikaner, doch drauf? Was sagen die? Das ist ziemlich gemischt. Hm? Also es sind schon viele Stimmen für den Krieg, sind viele Stimmen gegen den Krieg. Ja. Das Hauptproblem, finde ich, ist, dass sie unglaublich uninformiert sind, weil hier amerikanischen Medien sehr schlecht informieren einseitig informieren. Ja, sind die nur uninformiert oder sind sie auch nicht sehr interessiert? Sie sind total interessiert. Sehr interessiert, ah ja. Ja, ich werde ganz oft angesprochen und gefragt und auch wirklich nach Details gefragt und also meine persönliche Meinung ist total willkommen. Würdest du die Kritik formulieren, dass das große freiheitliche Amerika letztendlich versucht, die Medien gleichzuschalten? Absolut. Wie erschreckend. Absolut. Wie erschreckend. Das ist, also das fand ich auch das Erschreckendste, was ich hier gelernt habe, dass also hier von Demokratie und freier Meinungsäußerung und Ähnlichem nur ganz wenig übrig geblieben ist. Können denn die Leute teilweise, ich gehe mal davon aus, ich habe dich jetzt gar nicht gefragt, ich gehe mal davon aus, dass du gegen den Krieg bist, stimmt das? Ja. Können die Leute deine Position und somit die deutsche Position, die französische Position und so weiter verstehen? Ja, wenn ich denen was erkläre, warum ich gegen den Krieg bin oder auch warum Deutschland Schwierigkeiten damit hat, einem Krieg so ohne weiteres zuzustimmen, das verstehen die. Ja. Da überdenken die auch oft ihre eigene Position nochmal. Gibt es Männer in deinem Bekanntenkreis, Amerikaner, die selbst oder deren Söhne jetzt eingezogen worden sind zu dem Krieg? Nee, nicht im unmittelbaren Bekanntenkreis. Ich habe schon von Leuten gehört, deren Männer jetzt aus der Reserve geholt worden oder so, aber jetzt nicht, dass ich persönlich da Kontakt hätte. Nun ist ja für gleich in Kürze die Rede des amerikanischen Präsidenten angesagt, die auch nach Deutschland und nach Europa übertragen wird. Ist das dann so eine Situation, dass alle Amerikaner vorm Fernsehen sitzen und hören, was der große Meister sagt? Oder? Ja, absolut. Das schon. Es wird fast unkritisch übernommen. Also das ist auch so eine Wende, die ich ja auch mitverfolgen konnte. So als das im Januar, sag ich mal, angefangen hat, kritischer zu werden, da waren noch viel, viel mehr Menschen wirklich gegen den Krieg eingestellt, hatten gute Argumente. Ja. Und dann ist der Bush vor die Kamera getreten, hat seine Rede geschwungen und am nächsten Tag war er erstmal die ganze Mehrheit für den Krieg. Und dann ist das wieder so ein Prozess, dass sie das wieder abbauen und überdenken. Aber der Bush tritt ja immer weiter vor die Kamera, redet immer weiter. Ja, und die haben wahrscheinlich auch eine perfekte PR-Maschine, wo sie Leute mit weichklopfen. Ja, massiv. Also schon seit Wochen fahren hier die amerikanischen Medien in
Soldatenlager, machen da Unterhaltungsprogramm und unterstützen unsere Truppen an der Front und bla bla bla. Ich hab am Wochenende gelesen, dass einer der prominentesten, aus der Politik prominentesten Kriegsgegner, der Senator Edward Kennedy ist. Kommt der viel zu Wort in den Medien? Nee. Sieht man ihn? Nein. Gar nicht. Kriegsgegner kommen hier überhaupt nicht zu Wort in den Medien. Das die Medien laden grundsätzlich nur Leute ein, die in irgendeiner Weise für den Krieg sind und dann wird meistens die ganz konkrete Planung vorgestellt. Der Krieg wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Bist du jetzt, man geht ja eigentlich mit einem anderen Bild nach Amerika. Große Freiheit, die Wiege der Demokratie und dass man alle möglichen Wege offen hat. Bist du jetzt enttäuscht, sehr enttäuscht nach dem, was du dort erlebst? Ja. Also ich war jetzt nicht so illusorisch, als ich hergekommen bin. Ich habe Amerika immer schon ein bisschen kritisch gesehen. Aber ich bin wahnsinnig enttäuscht, dass viele Vorurteile wirklich bestätigt worden sind und vieles noch schlimmer ist, als ich es mir vorgestellt hätte. Gerade was so Meinungsfreiheit angeht und was so Menschen in der Öffentlichkeit kritisieren angeht. Also so öffentliche Menschen kritisieren, Bush kritisieren oder sowas, das Ich glaube auch, dass der ganze Ablauf zurzeit und diese Krise für das amerikanische Image einen enormen Schaden in der Welt angerichtet hat schon und noch weiter anrichten wird. Das glaube ich auch, aber auf der anderen Seite, das nimmt ja kein Amerikaner wahr, weil die natürlich nur die amerikanischen Nachrichten gucken, wenn sie überhaupt Nachrichten gucken und die berichten nichts Negatives. Ja. Die berichten nicht mal wirklich über Demonstrationen weltweit. Das ist so schlimm, dass man fast glaubt, man sei in der UdSSR oder so etwas. Ja, ich möchte jetzt den Vergleich Beispiel, nicht ziehen, aber es klingt ja fast schon so. Ja, aber ich weiß ja schon aus den deutschen Nachrichten, die ich im Internet verfolge, weiß ich halt schon, dass in New York durchaus auch eine Demonstration gegen den Krieg stattgefunden hat. Das ist hier in den Nachrichten mit keinem Wort erwähnt worden. Oder dass zum Beispiel Schauspieler von der Oscarverleihung ausgeladen worden sind, weil sie die Kriegspolitik kritisiert haben. Sowas erfahre ich aus den deutschen Nachrichten. Das wird nicht thematisiert in den amerikanischen Networks? Absolut nicht. Das ist weder interessant. In der Zeitung, noch in den Fernsehnachrichten, noch in Radionachrichten ist irgendetwas an... Ja, nicht mal nur Kritik, darum geht's ja gar nicht. Überhaupt an bisschen objektiven Informationen aus verschiedenen Perspektiven nichts zu erleben in der Richtung. Also Claudia, wenn wir mal den Bedarf haben, werden wir dich als Korrespondentin ansprechen. Das hast du, glaube ich, sehr interessant rübergebracht und sehr gut und für uns nachvollziehbar. Wie lange wirst du noch in Amerika sein? Nur noch bis Ende des Schuljahres, so im Juni werde ich wieder bis zum Juni fahren. Dann wünsche ich dir noch alles Gute in Amerika. Ja, danke. Und komm gut und gesund nach Hause. Okay. Auf Wiederhören. Grüße. Tschüss. Morgen haben wir eine Themennacht. Und morgen heißt unser Thema Albtraumsex. Darauf möchte ich euch jetzt schon mal aufmerksam machen. Die ganze Sendung steht unter dem Thema Albtraumsex. Ich möchte gerne mit euch über Vorkommnisse reden, die euch die Erotik und die Sexualität haben wirklich zum Albtraum werden lassen, wo es nichts mehr, wo Schluss war mit lustig oder mit Spaß und Leidenschaft, sondern wo es eigentlich nur grauenhaft war und die Folgen der Sexualität für euch spürbar sind, vielleicht über einen langen Zeitraum oder sogar bis heute. Das ist unser Thema morgen. Jetzt bin ich wieder verbunden mit jemandem, der ein freies Thema hat, irgendein Thema, von dem ich nicht weiß, was es ist, nämlich Ingmar, grüße dich. Hallo, Domian. Du bist wie alt? 27 Jahre bin ich. 27. Über welches Thema reden wir? Auch zum Irakkrieg. Hey, heute ist aber... Heute ist ein heißes Thema. Ja, wirklich. Ich habe mich schon in den letzten Wochen immer gewundert, dass kaum Anrufe dazu kamen, aber heute, es eskaliert ja bald und daran liegt es wahrscheinlich. Genau. Ja. Und, also ich bin absolut gegen den Krieg, erstmal, auf diese Art und Weise, aber... Mhm. Auch zu deiner Meinung, dass man den Hussein hätte umbringen können, das kann ich auch nicht unterstützen. Warum? Weil ich finde, erstmal ist meine Grundeinstellung, dass man halt die Menschenleben da nicht gegeneinander aufrechnen kann. Es kann nicht sein, dass man einen Menschen tötet, nur um egal wie viele zu retten. Warum nicht? Es ist einfach, weiß ich nicht, mein Rechtsempfinden. Ich kann es verstehen, genauso wie ich Menschen, die Todesstrafe fordern, verstehen kann, aber ich finde es persönlich als falsch. Aber es muss einen anderen Weg geben. Das ist ja ein langes Thema, den sogenannten Tyrannenmord, ob man den rechtfertigen kann oder nicht rechtfertigen kann. Und wenn man die schlimmsten Tyrannen sich vor Augen hält, Hitler, Stalin oder jetzt Hussein, gegen die beiden ist eher noch ein kleines Licht, aber das wollen wir auch nicht aufrechnen, muss ich dir sagen, keine moralischen Bedenken, so etwas zu befürworten.
weil man eben durch ein Leben, was man auslöscht, millionenfaches Leben retten kann und millionenfaches Leid verhindern kann. Aber ich finde, das ist einfach nicht der richtige Weg. Was ist der richtige Weg? Man muss ihn suchen. Tja. Was ich Kollegen am... Wie soll man ihn suchen? Genau, was ich deinem Kollegen am Telefon schon gesagt habe, ich habe einen Arbeitskollegen, der auch Iraker ist. Ja. Und seine gesamte Familie, 4 Kinder und seine Frau sind noch im Irak zurzeit. Ja. Und was man von ihm hört, ist, dass genauso wie wir einseitig Berichte nur bekommen von den Amerikanern gefiltert, bekommen die nur den einen Radiosender vom Irak und den einen Fernsehsender, wo sie auch nur die einseitigen Meldungen kriegen, wie böse der Westen ist und die westlichen Mächte. Mhm. Und so groß ist der Irak nicht. Ein erster Schritt wäre, Aufklärung zu betreiben und rund um den Irak Fernsehstationen und Radiostationen aufzubauen, die auch mal objektiv das berichten. Einfach, dass die Bevölkerung da auch aufgeklärt wird. Da gebe ich dir völlig recht, dass man langfristig natürlich auch so ein Regime mürbe machen kann. Und das ist, finde ich, ein besserer Weg. Genauso, denke ich, hat es auch im Ostblock funktioniert. Nun ist aber, ich sage jetzt mal despektierlich, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Nun ist es, wie es ist im Moment. Was könnte man denn deiner Auffassung nach jetzt noch tun? Dass sich Europa zum Beispiel auch geschlossener zeigt. Ich glaube auch, die einzige große Macht auf der Welt, die sich gegen Amerika auflehnen könnte, wäre ein geschlossenes Europa. Und auch zusammen mit Russland. Zum Beispiel, ja. Und aber, sei es China, Japan. Na gut, das ist noch alles weiterhin. Aber ich glaube, allein dieses, ich sag mal, das alte Europa, inklusive England und Spanien, ist ein so großer Machtblock, dass er, wenn er zusammenstünde, wirklich gegen Amerika etwas ausrichten könnte. Aber das ist ja Illusion. Es funktioniert ja nicht. Wir haben es ja nur erlebt. Ich finde es aber auch vermessen vom amerikanischen Präsidenten, das alles ohne UN-Mandat zu tun. Ja. Wir haben den gesamten Kalten Krieg überlebt und die Russen haben sich immer an diese Regeln gehalten, sei es nun damals mit der Kuba-Krise, die ja auch ziemlich haarscharf vorbeiging. Aber es interessiert ihn nicht. Es interessiert sie nicht. Ja, ich kann es nicht verstehen, was die Amerikaner sich dabei denken. Es ist denen egal. Sie machen ihr Ding und die Weltmeinung, die Weltöffentlichkeit ist denen völlig Wurst. Völlig Wurst. Traurig. Und nicht nur die Weltöffentlichkeit, sondern auch die mächtige Regierungen sind ihnen Wurst. Und das ist in meinen Augen auch schon eine Art von Diktatur, die da stattfindet. Dieser Vorwurf kommt in letzter Zeit immer wieder von vielen Seiten. Und wir haben ja gerade den erschreckenden Bericht aus Amerika gehört von der Claudia, wie die Medien dort geschaltet sind, was ich so in dieser Art und Weise auch noch gar nicht mal so mitbekommen hatte. Dass es so krass ist, wie sie es beschrieben hat. Also das finde ich in letzter Zeit, egal welche Bereiche es sind, dass die Medien sehr einseitig berichten, finde ich generell eine schlimme Sache. Ja, bei uns aber nicht. Oh, finde ich schon. Ich finde, inwiefern? Ich finde, dass, also wenn wir eins nur wirklich haben im Moment, ist es ein großes Spektrum der Meinungsvielfalt, die da geboten wird. Gerade in Deutschland. Ich persönlich traue mehr oder weniger kaum noch den öffentlichen Medien. Was vermisst du denn in Deutschland, in unserer Medienlandschaft? Dass die untereinander alle ziemlich schon zu einzelnen Konzernen, Weltkonzernen auch zusammengehören. Und da habe ich die Befürchtung, dass die quasi unter einer Decke stecken. Aber sind die öffentlich-rechtlichen Anstalten, inklusive hier der Westdeutsche Rundfunk, gehört zu keinem Weltkonzern. Und die Berichterstattung sowohl bei uns als auch beispielsweise bei den Kollegen von RTL, wenn ich das jetzt gerade mal so sagen darf, ist nur alles andere als amerikafreundlich zurzeit. Das sind aber die Daten auch, die RTL oder wer auch immer zur Verfügung kriegt, die sind ja auch schon gefiltert von den Amis. Gut, dann sollte man sich auf die öffentlich-rechtlichen konzentrieren, weil man da vielleicht noch am ehesten die Chance hat, da wirklich auf seriöses Quellenmaterial zu stoßen. Die Sendung ist vorbei, Ingmar. Ja, danke schön, das habe ich angenommen. Das war auch nur deine Meinung. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Michael Jansen. Morgen haben wir eine Themennacht. Wir werden natürlich, das sage ich an dieser Stelle auch, wenn das Schlimme eintreten sollte, was wir alle befürchten, auch unsere Themen hier verändern. Jetzt ist erstmal geplant für morgen Albtraumsex. Wenn morgen etwas passiert, dann werden wir das natürlich umändern. Sage jetzt aber nochmal an, dass wir geplant haben für morgen das Thema Albtraumsex. Ich möchte gerne mit euch reden über sexuelle Dinge, die euch passiert sind, erotische sexuelle Dinge, die für euch zum Albtraum wurden.
Ihr könnt uns ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Nummer oder auch mailen oder faxen. Und wir sind wie immer dann um 1 da hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage Tschüss bis morgen.